Yo, what's poppin' YouTube? It's your boy Michel, aka Polska Genetics, und es ist etwa 40 Grad hier. Ich mach's kurz, ich hab so Hunger, ich war gerade ein Push-Day. Und ja, check mal ab, was ich hier gerade esse. Das ist die Hauptspeise, 500 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm Chicken, verfeinert mit ein bisschen Dill und anderen Gewürzen. Und hier haben wir ein Müsli mit Heidelbeeren und Magerquark. Magerquark oder wie auch immer ihr das ihr dem sagt. Naja, wie gesagt, ich esse das jetzt und dann weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich bin total am Arsch und ich freue mich nur noch jetzt auf dieses Essen. Einfach als kleines Update. Man sieht sich. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. Yo, what's poppin' YouTube? It's your boy Misha, aka Polska Genetics. Ich bin wieder in der Schweiz. Es geht mir wieder ein bisschen besser. Wer das Video gesehen hat, als ich da am letzten Tag bei Karl in der Küche saß, der weiß, dass es ziemlich hart war für mich in den letzten Tagen. Auf jeden Fall heute Morgen wieder ein bisschen, also ich bin immer noch schwerer als letzte Woche komischerweise, aber die Form ist besser. Also ich gehe davon aus, dass ich das ein bisschen, schiebe das ein bisschen auf die Light-Produkte und auf das Salz, das ich in der letzten Zeit konsumiert habe. Was gibt es sonst noch zu sagen? Am Mittwoch werde ich nach Zürich fahren zu meinem Posing-Coach, also beziehungsweise ich habe jetzt mal eine Stunde bei ihm genommen. Das ist einer der besten Poser in der Schweiz, habe ich mir versichern lassen. Und da werde ich mit ihm eine Stunde lang das Posing üben. Ich werde da auch die Kamera mitnehmen und euch mal ein bisschen zeigen, was der so mit mir macht. Gleich noch kurz hier, mein Mittagessen wird momentan so aussehen. Das ist hier ein Tomatensalat mit ein bisschen Essig, Weißweinessig oder sowas. Frischer Basilikum, den ich mir gerade gekauft habe hier. Richtig schön am Strauch. Ein bisschen von diesem Salz da, das ich mir am ersten Tag kaufen musste, weil ich zuerst gemeint habe, ich muss zu Ralf gehen. Also ich muss bei Ralf pennen und beim Ralf, der hatte nicht mal richtige Küchenutensilien. Der isst ja den ganzen Tag irgendwie nur Früchte oder so. Also der hätte nicht mal Salz gehabt bei sich. Da habe ich gedacht, fuck, was wird das? Und zum Glück bin ich dann ja noch zu Karl gestoßen, der hatte von daher ein bisschen mehr Ausrüstung. Nachher mache ich mir noch die Hälfte dieses Chickens hier, ein bisschen Huhn und guck mal, was ich gestern noch bekommen habe. Wer kennt den Film? Eine Brieftasche aus einem ganz bekannten Film, ich finde die hier richtig geil. Ja, kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, inwiefern das cool ist oder nicht cool, aber es ist einfach Kult für mich. Naja, auf jeden Fall, dass ihr mir ein bisschen up-to-date seid. Ich werde heute mal wieder ein paar Meals filmen, denke ich mal. Wie gesagt, jetzt Tomatensalat mal ohne Olivenöl und ohne Mozzarella. Einfach mal ein bisschen Low-Fat, da heute so, sag ich mal, Trainingstag ist. Und jetzt die Fett, jetzt hat mein Coach dieses Mal nicht wirklich die Carbs runtergezogen, sondern auch mal ein bisschen das Fett, was ich auch gar keine schlechte Idee fand. Also momentan bin ich bei 80 Gramm Fett, 2,65 Carbs. Oder 2,35. Ich müsste gerade mal nachschauen. Ich check's immer direkt auf dem MyFitnessPal. Auf jeden Fall ein bisschen weniger Fett und daher teile ich mir das jetzt so ein. Am Morgen gab es einen Haferkuchen mit zwei Eiern. Ich finde es einfach immer geil, am Morgen was Richtiges zu essen. Ich brauche meistens über ein Drittel meiner Kalorien bereits am Morgen auf. Mittag dann ein bisschen Low Carb und dann nach dem Training den Rest. Also wie gesagt, immer noch drei Mahlzeiten. Vielleicht noch ein paar Carbs vor dem Training einstreuen. So. Einfach damit ihr das wisst. Nom, 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 nom. Pre-Workout Meal. Ein paar Dinkelflocken. Die sind noch so ein bisschen salzig. Ich finde das irgendwie noch fast geil. Gefrorene Beeren aufgetaut und noch ein bisschen Magerjoghurt. Magerjoghurt aus diesem Grund, weil ich kein Magerquark, keine Overdose an Protein brauche. Ein bisschen Kalorien sparen. Top. Yo, yo, yo! So, Training zu Ende und ich musste mir heute einfach eingestehen, dass Military Press die 80 Kilo bzw. die 81 Kilo, die muss ich jetzt einfach aufgeben. Heute ging es wieder nur zwei Reps und sie waren genauso beschissen wie letzte Woche. Also ich muss mir da ein neues System einfallen lassen, weil ja, die Kraft geht langsam weg und bevor ich mich noch verletze, ja, bin ich da lieber ein bisschen vorsichtig. Jetzt bin ich hier gerade am Kochen. Ich habe euch ja versprochen, dass ich ein bisschen regelmäßiger
wieder mal was zeige. Jetzt habe ich hier schon vorbereitet. Champignons, weiße Champignons dieses Mal mit ein paar Kartoffeln, die ich noch übrig waren. Es ist jetzt ziemlich wenig Carbs. Ich habe noch 20, die ich vielleicht noch für irgendwas Süßes draufgeben werde. Also heute eher Low Carb Abendessen, weil ich die meisten Carbs schon so ein bisschen Pre-Workout verschossen habe. Ich hatte heute so Kohldampf, das ist immer das gleiche. Nach dem Ladetag, also gestern war Ladetag, habe ich immer einen riesen Kohldampf, weil der Stoffwechsel ja sozusagen wieder richtig aufgeht. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass sich der Stoffwechsel irgendwann so ein bisschen wie runterfährt. Und wenn man dann wirklich wieder so 600 Gramm Carbs lädt und dazu noch fast kein Fett, was den Insulinspiegel so richtig schön tanzen lässt, Blutzucker rauf und wieder runter, dann ergibt das nachher diesen Effekt, dass man dann einfach richtig Hunger hat am nächsten Tag und auch am Tag des Ladetags selber. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier noch Chicken, eine große Portion dafür. Habe dafür das Eiweiß niedrig gehalten. Und morgen ist dann wieder Push-Day dran, Pull-Day. Kraft jetzt wirklich am Runtergehen langsam. Und ist natürlich schon deprimierend jetzt auf eine Art, weil es ist ja so, oder? Wenn ihr Kraft gewinnt, wenn ihr merkt, ihr werdet stärker, dann ist es nicht direkt linear mit dem Muskelaufbau. Also meistens werdet ihr stärker und ein paar Wochen später folgen dann Muskeln. Das ist so die Regel. Also sobald ihr einen neuen Benchmark in verschiedenen Übungen erreicht habt, natürlich sauber, mit gutem Muskelgefühl, das ist Voraussetzung, werdet ihr Muskeln dazugewinnen, unweigerlich. Wenn ihr natürlich die Ernährung richtig optimal habt, sowieso. Und beim umgekehrten Prinzip ist es leider nicht so, also es ist umgekehrt. Das heißt, wenn ihr Kraft verloren habt, dann habt ihr bereits Muskeln verloren. Also es ist so wie ist einfach die andere Art, das zu rechnen. Und das ist halt jetzt bei mir passiert. Ich merke auch langsam, dass die Brust so ein bisschen von der Seite wirklich nicht mehr so massiv und auch T-Shirts. Aber egal, ich habe jetzt noch 9 Wochen vor mir. Ich bin weiterhin dabei. Und ja, weitere Vlogs folgen, Jungs. Ich hoffe, euch hat dieses Daily News auch wieder gefallen. Gebt mir Feedback. Ich zähle auf euch. Peace the fuck out.